Hallo ihr Lieben, ein wunderschönes neues Jahr und herzlich willkommen in meinem Outdoor-Office. Ich bin wieder euer Anton und ich möchte passend zum Jahreswechsel und nicht nur für diejenigen, die sich gute Vorsätze gemacht haben, heute mit dem ersten Praxistermin von Sondo, die perfekte Gesundheit, anfangen. Und so schön die Geschichte dahinter auch ist, das ganze theoretische Konstrukt, Praxis ist uns nicht zu ersetzen. Und deswegen möchte ich jetzt ohne lange Vorschweife, dass ihr euch bitte mal kurz erhebt, locker hinstellt. Die Frauen nehmen bitte ihre rechte Hand, 3 Finger breit, unter ihrem Bauchnabel, also legen sie unter ihrem Bauchnabel und legen die linke Hand darauf. Männer machen es genau umgekehrt, da kommt rechts auf links, weil ungefähr 3 Finger breit unter unserem Bauchnabel und 5 Zentimeter drin ist unser Energiezentrum, das Dan Yong. Und im Sondo-Yoga, da versuchen wir unsere Energie zu konzentrieren und versuchen, die Energie in unser Energiezentrum, den Dan Yong, zu leiten. Wir haben dann auch noch das Herzzentrum und das Zentrum im Kopf. Und diese 3 Energiezentren versuchen wir schön aufzuheizen und die Energie darin zu konzentrieren. Und ich bitte euch, einfach mal mitzumachen und das auf euch wirken zu lassen. Weil am Anfang, die ersten Termine, es wäre wunderschön, wenn ihr gleich merkt, wie eure Energie fließt. Und wie es an den verschiedenen Stellen, wo wir gerade sind, mit der Energie warm wird und sich ein wohliges Gefühl einstellt. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, bei mir hat das über ein Jahr gedauert, bis ich da überhaupt was gemerkt habe, bis die Energien für mich, weil das sind die feinstofflichen Energien, bis die fühlbar gewesen sind. Und bis dahin machen wir das jetzt einfach als schöne sportliche Übung, mit der wir alle unsere Blockierung auflösen können, weil beim Sondo-Yoga gehen wir schön Schritt für Schritt über unseren ganzen Körper und lösen dort die Blockaden auf, die ja dann, wie wir im Theorieteil gelernt haben, auch gleichzeitig die geistlichen und seelischen Blockaden mit auflösen. Also, bitte nochmal die Hände unter dem Bauchnabel, schließt eure Augen. Die Vereinigung der 2 Augen guckt auf die Nasenspitze. Von der Nasenspitze zum Herzen, vom Herzen zum Dan Yong unter dem Bauchnabel. Jetzt konzentrieren wir uns eine Weile auf unseren Dan Yong unter unserem Bauchnabel und spüren dorthin. Und horchen dort hinein, was passiert. Dankeschön. Legen wir los. In den Händen haben wir auch Chakren. Dort, wo die Furchen sich schneiden, dort sind unsere Handchakren. Und Sondo-Yoga und die fernöstliche Philosophie geht vom elektromagnetischen Menschen aus. Das heißt, hier haben wir auch wie kleine Elektromagneten und die werden wir jetzt um unseren Körper führen und damit Energien aufladen. Zuerst gehen wir mit unseren Füßen auseinander und die Fußspitzen zeigen beim Sondo-Yoga immer nach innen. Weil wir wollen unsere Energie konzentrieren. Wenn wir jetzt dastehen wie eine Ente, fließt die ganze Energie raus. Wir wollen sie aber in uns konzentrieren und für uns haben. Deswegen versuchen wir immer bei den Übungen so zu stehen. Und jetzt haben wir schon die erste Änderung erreicht in unserem normalen Stehen. Und so fangen die Änderungen an. Okay, erste Übung. Wir nehmen die Hände hoch. Manche spüren schon das Energiefeld zwischen ihren Händen. Und dann geht's los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt haben wir so einen energetischen Schutzring um uns gelegt. Jetzt können wir auch anfangen, unsere Wirbelsäule aufzulockern. So machen wir das so. 1. Schön. Hin und her. Nach oben. Bei den ersten fängt es vielleicht schon an zu krachen im Gebälk und nach unten. Und das ist ein gutes Zeichen, weil das bedeutet schon, dass der Körper sich wieder einrenkt und wieder in seine gerade Position kommt, nach oben wieder. Oh. Alles genüsslich. Zur Mitte. Nach unten. So, jetzt machen wir das Inochometro. Und ja, Entschuldigung, ich lerne diese koreanische Disziplin von einem koreanischen Meister auf Spanisch. Deswegen gibt es manchmal von den Worten her vielleicht ein paar Komplikationen. Inocho auf Spanisch ist der Zorn, der Ärger. Deswegen kommen wir mit unseren Handinnenflächen über unserer Hüfte 18 Mal. Und das spüren wir. Leute, die sich oft ärgern, eieiei, Autschi, die merken dort Schmerz. Und bei wem es nicht wehtut, sagt der Meister immer, da kommt er dann hin. Dann zeigt er, wo wirklich hingehauen wird. Eieiei. 18. So. Jetzt atmen wir ein und nach rechts aus. Über den Mund. Ganz lang. Einatmen. Zur Mitte. Ausatmen. Nach links. Einatmen zur Mitte, ausatmen nach unten. Einatmen zur Mitte, ausatmen nach oben. Einatmen zur Mitte, ausatmen nach rechts. Einatmen, links. Einatmen, unten. Einatmen, oben. Und noch einmal. Rechts. Links. Unten. Oben. Jetzt lassen wir die Schultern fallen und das Kinn auf die Brust und machen 5 große langsame Kreise. 1, 2, 3, 4 und 5. Andere Richtung. 1, 2, 3, 4 und 5. Jetzt ziehen wir unseren Hals raus wie eine Schildkröte aus ihrem Panzer. Merken vielleicht, wie es da auch schon wieder schön kracht. Gehen wir auf die Zehenspitzen und nach unten mit den Hacken auf den Boden knallen. Und nochmal Zehenspitzen. Und mit den Haken auf den Boden. Und schön rausziehen. So, Schulter nach oben. Jetzt kommen die schnellen Kreisbewegungen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und andere Richtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, jetzt fangen wir an mit den Massagen unserer Halswirbelsäule, und zwar fangen wir an bei dem Halswirbel Nummer 7. Dem 7. Halswirbel, den lockern wir schön auf. Da kommt immer der ganze Neid der Menschen. Wenn die auf uns neiden und uns mit ihren neidischen Blicken treffen, dann treffen sie uns meistens hier. Ja,
da wir in letzter Zeit ja nicht mehr so viele Menschen sehen durften, sind wir hier auch schon ganz locker. Dann gehen wir weiter nach oben und hier, wo der Schädel auf die Wirbelsäule trifft, ach, da haben wir schöne Einbuchtung. Die massieren wir uns. Geht immer ein Stück höher dabei. Dann haben wir hier hinten in der Mitte eine Kuhle. Das ist unser Sehzentrum. Können wir schön massieren. Dann fangen wir an mit unseren Fingerkuppen die Kopfhaut sanft zu klopfen und zu massieren. Damit lösen wir schon unsere Schädelplatten ein bisschen auf. Da, wo es weh tut, da sind die richtigen Punkte. So, jetzt werden wir ein bisschen doller, bitte. Im Gesicht. Machen wir jetzt eine Drainage. Nehmen wir die Hände. Gehen hier unter den Ohren, vorne zum Kinn. Hier gehen wir mit dem Daumen den Zungenansatz, massieren den uns. Dann gehen wir mit dem Daumen weiter im Kiefer nach hinten. Uiuiui, bei mir ist zu viel geredet in letzter Zeit. Da haben sich ganz schön viele verbrauchte Energien festgesetzt. Treiben das runter, gehen dann hier immer höher, zum Ohr. Quasi, wir haben ganz viele Einbuchtungen bei uns und da können wir immer die Finger schön reinstecken und dahinter massieren. So, streichen wir das nochmal nach unten, dann Hals, dass die ganzen verbrauchten Energien abtrainiert werden. Nach unten. So, dann habe ich heute noch ein besonderes Schmankerl vorbereitet. Und zwar, da ja viele Menschen Homeoffice jetzt haben, leiden oft die Augen darunter. Und deswegen machen wir die erste Übung für die Augen. Und zwar werden wir jetzt 100 Mal klatschen. Dabei werden sich die aufgebrauchten Energien von uns, unseren Händen abschütteln. Also, was auch zum Sondo-Yoga gehört, was jetzt ja sehr zelebriert wurde in den letzten Monaten, ist Händewaschen. Also wir müssen immer ganz saubere Hände haben. Wer das noch nicht hat, bitte schnell Hände waschen gehen und kurz auf Pause drücken und dann wieder zurückkommen. Und danach werden wir die Energieegel, also hier in Spanisch sagen wir immer Chamuquillos. Das sind, wer vielleicht Futurama kennt, da gibt es ja diese Hirnsauger. Das sind so Fropfen, die saugen einem die Energien aus. Und die können sich überall bei uns andocken. Und dort saugen die unsere Energien ab oder die blockieren den Fluss unserer Energien. Und das am Anfang sind die erst oberflächlich, aber die fressen sich nach fernöstlicher Philosophie durch zum Knochen. Und wenn man die dann wirklich an den Knochen hat, dann hat man schon so eine chronische Krankheit und dann braucht man schon sehr viel Disziplin, um die auch wieder loszuwerden. Und ja, deswegen, wir klopfen uns jetzt quasi Schädlinge aus anderen Dimensionen damit ab und säubern damit unsere Hände, dass wir die danach rein für die Energie unserer Augen benutzen können. Also fangen wir einfach mal an. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Und reiben, reiben, bis es glüht. Reiben, reiben. Und auf die Augen. Jetzt drehen wir die Augen. Einmal nach rechts im Uhrzeigersinn, fünfmal. Nach links im Uhrzeigersinn, fünfmal. Nach vorne im Uhrzeigersinn, fünfmal. Nach hinten im Uhrzeigersinn, fünfmal. Und um die nächste Achse, fünfmal in der Richtung. Und fünfmal in der Richtung. Super. Nochmal rein. Bisschen wieder glühen. Und hier an die Schläfen. Schläfen massieren. Das ist eine Übung, die ist sehr wichtig für auch das Öffnen des dritten Auges. Ah, angenehm. So. Und jetzt geht's weiter. Jetzt kreisen wir um unsere Brüste. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und vorwärts. Und 1 und 2 und 3 und 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt nehmen wir die Finger, machen die bei uns in unsere Furche, hier beim Schlüsselbein, und öffnen jetzt unser Herzen. Gehen nach oben, mit den Fingern drin bleiben, strecken. Zurück. Ah, sehr schön. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 und 10. Jetzt kommt meine Lieblingsübung. Hände über Kreuz, einmal nach hinten und dann. Und bei mir kracht es da 5, 6 Wirbel immer frei. Mal gucken, wie viel ihr schon schafft am Anfang. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Den Korkenzieher. 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt auch eine schöne Übung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, das öffnet bei mir das Becken. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, jetzt habe ich mich verzählt. 18. So, jetzt nehmen wir von hinten. Wir markieren uns einen Punkt, wo wir hingucken. Nehmen wir eine Energiekugel, ziehen die nach unten, verschränken unsere Finger hinter dem Kopf und drehen uns zur Seite. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hui, das kracht schön. Andere Seite. Nehmen wir die Energiekugel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. So. Jetzt haben wir die Hüfte schon, die Wirbelsäule aufgelockert. Jetzt gehen wir weiter nach unten noch. Lendenwirbel. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt machen wir den Tung-Tung-Schritt, wie der Meister nennt. 1, 2. Machen hier mal zur Seite mit der Hüfte. Und Hüftkreisen. Und bei dem Hüftkreisen, also wir machen jetzt hier kein Belly Dance, sondern wir machen schön, wir drehen ihn und schießen die Hüfte nach vorne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Und andere Richtung. 1, 2, 3. 6, 7, 8 und 9. So, jetzt gehen wir weiter zu den Knien. Immer darauf achten, Füße, wo sind eure Füße? Wo zeigen die hin? Zeigen die noch zur Mitte? Und jetzt drehen wir die. Wir machen wieder unsere Handchakren auf die Knie. Dann kann den Knien nichts passieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Durchstrecken und nach innen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Füße zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr gut. Hände in die Hüften. Und den linken Fuß drehen. Das ist sehr gut für Leute, die mit den Knöcheln Probleme haben. Wie ich auch lange hatte. Das hat am Anfang sehr geschmerzt. Aber das wird dann immer schöner. Und wir machen hier Kreise. Und die ganzen Übungen, die meisten Wiederholungen machen wir immer 18 Mal. Ich mache das jetzt 10 Mal. Und ja, dass es halt ein bisschen schneller geht. Weil ich möchte euch ja bloß die Übung zeigen, die ihr dann zu Hause immer schön, immer täglich üben könnt, wenn ihr das wollt. Und ja, damit euch erstmal auflockert. Und das ist das Perfekte, die Auflockerung. Also wir drehen nach außen und jetzt nach innen noch 18 Mal. Ja, vor jeder körperlichen Aktivität kann man das machen. Sollte man das machen, vom Wandern, vom Joggen. Und jetzt machen wir hier noch ein Stretching, ein bisschen in den Fuß. Klopfen auf den Boden, machen die andere Seite. Ja, weil dann ist man erstmal fit. Man ist gerade, vor Meditieren muss man es machen, weil man kann keine ein, zwei Stunden sich auf seinen Hintern setzen. Einfach so, ich zumindest nicht. Und das ist ein wahnsinniger Unterschied. Man merkt das sofort. 18 und andere Richtung, ob man jetzt aufgelockert ist oder nicht. Ja, wenn man so in den Tag startet, ihr seht ja, das hat jetzt wie lange, 20 Minuten gedauert und ein bisschen weniger sogar, ist man fit. Letzte Übung, Sentaditas Koreanas, heißen auf Deutsch, koreanische Sitzstellung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und andere Seite. 1, 2, 3, wichtig ist, Hacken auf dem Boden, hier Fuß nach oben. Und andere Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Ja, dann hoffe ich euch, das hat euch gefallen und ihr seid auch gespannt. Nächstes Mal in Theorie. Also das ist jetzt das Aufwärmen. Danach fängt erst das richtige Qigong an. Aber ich wollte euch das jetzt schon mal mitgeben, um langsam und genüsslich ins neue Jahr zu starten. Und ihr könnt diese Übungen jetzt schon gerne in euren Tagesablauf mit einfügen. Wie gesagt, man hat nicht nur körperliche Verbesserungen davon, sondern auch seelische, geistige. Aber es ist ein Prozess. Erwartet nicht, dass es jetzt heute in den nächsten
paar Tagen alles schon passieren wird. Aber ja, vielleicht ist eure Laune jetzt schon viel besser. Mir geht es auf jeden Fall super. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Euer Anton. Tschüss.